Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, ich versuche Rettungskapsel 7 zu finden. Hatte gehofft, dass ich irgendwie ganz unverhofft zu Silber kommen könnte. Das erweist sich dann doch als schwieriger als gedacht. Leider. Aber, naja. Ich versuche trotzdem mal unsere verloren gegangenen Freunde zu finden. Ich glaube, irgendwie in die Richtung, vielleicht in der Nähe von Rettungskapsel 17, kann ich mir vorstellen. Also so ein Kilometer vom Bobschi von der Aurora entfernt sollte das sein, auf 200 Meter Tiefe. Da kommen wir gerade so runter. Es sollten Klippen in der Nähe sein, ich habe keine Ahnung. Ich schwimme jetzt mal nach diesem Schlingpflanzenfeld, mal in die Richtung, und hoffe das Beste, würde ich sagen. Da haben wir schön Leviathan. Aha, da haben wir wieder das Feld hier. Vielleicht finde ich noch zufällig was zum Scannen an. Muss ich aufpassen, also erstmal Luft holen, glaube ich. Da drüben wäre es die Rettungskapsel, ja, ja. Die 17er. So, mal hoch. Genau, langsam, 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 langsam. Also hier irgendwo in der Gegend sollte es dann sein. Wir müssen nur schauen, weil wir haben ja gesehen, hier beim Eintrag, ne? Da, das war... hier. Schönes blaues Meer mit vielen Felskluftdings da Klippen. Das war 7 jetzt, ne? Ja. 200 Meter tief. Also ich denke mal, wenn wir mal in der Richtung hier so bleiben, vielleicht finden wir ja was. Super wäre es auch, wenn wir... Wie gesagt, Silber finden könnten. Ah, da vorne ist vielleicht was zum Scannen. Ja, 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 ist ja schon gut. Der regt sich heute wieder auf. Passing 100 meters. Ja, ja. Ja, ja. Seemottenfragment. Duck. Inventar ist voll. Verdammt. Da vorne ist ein Rettungskapselteil, ne? Das da. Bioreaktor, da schau her. Tack. Yes. Neuer Bauplan. Bioreaktor. Nice, nice, nice. Mal kurz ein bisschen die Luft holen. Sehr schön. War es wohl kein Leviathan hier, der mich, den ich treffen könnte unabsichtlich? Na? Das war Dreck. Passt. Nicht, dass ich den noch ganz unsanft und unlieb ramme. So, Luft holen. Passt. Und nächstes. Weiter geht's. So, Bioreaktor haben wir fertig. Ich werde hier nochmal schauen. Ich werde das hier nochmal scannen. Vielleicht habe ich hier einen Fehler gemacht. Sie wird angegriffen. Aber von was bitte? Von was und wem? Müssen wir helfen wahrscheinlich, ne? Scannen kann ich da nichts, oder? Grüß Gott. Hier ist soweit nichts, ne? Hier ist nur der Eintrag, dass sie angegriffen wird, von was auch immer. Seemottenfragment, da haben wir, glaube ich, alles, ja? Nur mein Inventar ist voll. Vielleicht muss ich auch das Seemotten-Dings bauen und hier hin tun. Vielleicht ist das Ziel der Quest. Ich sollte vielleicht mal nachlesen, wie das jetzt war mit dem Silber. Was haben wir hier? Laserschneider. Oha. Okay. Laserschneider hört sich genial an, vor allem für die Aurora. Da kann man vielleicht eventuell dann Türen oder so
aufschneiden und wir können dann weiter vielleicht. Es wäre auf jeden Fall gut, das zu lernen. Hier haben wir noch einen. Ja, ja. Sofort. Schnell hoch. Wer? Servus. Muss ich mal kurz nachschauen, ob ich den Laserschneider schon kann. Aber dann werden hier... Dann müssten hier normalerweise Titan oder so müssten wir dann bekommen haben, ne? Vom Scannen. So, ja, ja. Ja, ja, wir sind schon hier. Warte, während wir Luft holen. Ich muss mal kurz was klubschen. Bauplan. Bio-Blabla haben wir schon. Fällt das unter Werkzeuge? Ich nehme schon stark an, ne? Dieser Laser-Blabla. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo haben wir den? Was brauchen wir? Laserschneider, tatsächlich. Einer fehlt uns noch, dann können wir den auch schon. Passt. Super. Hoppala, falsche Taste. Immer die falsche Taste. Immer. So. Mal ein bisschen schneller. So. Den Scanner wieder auspacken. Die sind alle verschlossen oder leer. Da ist auch nichts Gescheites. Ich bin ein Monster. Bioreaktor. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr, den haben wir schon. So, aber dieses Laserblabla, das brauche ich noch unbedingt. Diesen Laserschneider. Ein bisschen auswärts schwimmen vielleicht. Diese Leviathane, ha? Die machen einen Krawall. Da haben wir auch was vielleicht. Ist hier etwas drinnen, das ich brauchen könnte? Ich würde einen Laserschneider gerne haben, bitte. Nicht? Das ist aber nicht nett. Habe ich noch Platz im Inventar? Dann schmeiße ich was weg. Ich schwör's. Ich schmeiß weg, was schmeiß ich denn weg? Die leere Batterie könnte ich eigentlich weghauen. Yay, Umweltverschmutzung. Na, die behalte ich auf, weil vielleicht können wir die... Mann, ey, immer diese Luft. Na, vielleicht kann ich dieses Titan hau ich weg. Weil... Das Salz will ich mitnehmen. Zack. Was wollte ich sagen? Jaha. Bin ich schon unterwegs? Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Ich hab's jetzt echt vergessen. Wurscht. So, Luft. So, und nochmal runter. Hungrig und durstig bin ich auch schon wieder. Das ist ja unglaublich. Dieser Mensch. Aha, da haben wir ein Riesenloch. Zum Erkünden. So. Da war ich schon. So, das wäre es gut. Den Laserschneider fertig zu kriegen, wäre echt fesch. Das muss ich schon sagen, das wäre wirklich fesch. Da hinten wäre vielleicht was. Ich glaube, ich habe Glück. Ja, ich glaube, wir haben Glück. Mädels, Burschen, wir haben Glück. Laserschneider fertig, Gott sei Dank. Können wir vielleicht sogar die Aurora bei Zeiten weiter ergründen. Ja, ich tauche mal wieder auf, weil das muss ich durchlesen. So, zack. Laserschneider. Schneidewerkzeug geeignet, um normale Titantüren aufzuschweißen. Yes! Diamant brauchen wir da. Habe ich Diamant? Ich hoffe, dass ich bei unserer Base das habe. Diamanten 2. Weil der Höhlenschwefel, den haben wir auf alle Fälle. Der ist sowieso in der Rettungskapsel, aber Diamant weiß ich jetzt nicht. Habe ich da einen mit? Ich hoffe, dass ich einen, wenn ich welche habe, dass ich die bereits gebunkert habe. So, gut. Das zu dem. Dann würde ich sagen, wir schauen uns ein bisschen weiter um, ne? So. Jojo. Ah, Durstig sind wir auch. Okay, dann Brust. Ja. Ja. Bei der Gelegenheit muss ich auch gleich was zum Essen fangen. So, und jetzt wäre mal gut herauszufinden.
Aha, da ist auch was eingegangen. Waren wir hier schon? Bin total verwirrt. Ich weiß, ab und zu weiß ich wirklich nicht mehr, wo wir waren und wo nicht. Aufschneiden zum Betreten. Aha. Okay, ich glaube, wir müssen den da bauen. Ganz schnell. Zum Weiter erkunden und ergründen der Dinge. Glaube ich. Aber es wäre halt schon noch schön gewesen, die andere Rettungskapsel zu finden. Ehrlich gesagt. In der Hoffnung halt, dass wir einen Eintrag kriegen, ne? Wie viel Meter tief sind wir denn? Ich habe keine Ahnung. Ah, das hier könnte schon mal fast richtig sein, hä? Wenn man das so sieht. Das könnt ihr... Ja. Ja, das da vorne schaut ja schon ganz verdächtig aus, hä? Vom Bild her. Wir sind hier beim Bobschi, jawohl. Luft holen haben wir, jawohl. Nochmal kurz nach oben. Warte. Schau hier. Das da unten schaut ja schon bald verdächtig danach aus. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden das tatsächlich so. Oder? Täuscht das. Weil da unten, das dürfte ungefähr 200 Meter tief sein, ne? Weil umschauen kostet ja nichts, ne? Aber ganz da unten, das könnte auch so sein, ne? Ganz da unten ist aber schon übertrieben, oder? Oxygen efficiency greatly decreased. Da ist einmal was. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen, oder? Tatsächlich. Fremde Ventilationsöffnung. Au! Geh weg, Mistviech. Au! Geh weg! So, weg ist er. So, au! Okay, das Ding haben wir mal. Wenigstens zum Scannen, ne? Ah, da ist was. Da ist Schrott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin viel zu tief. Ups. Ups. Ja? Ups, wo sind wir? Rettungskapsel. Okay. Okay. Ups. So. Okay, den Höllenschwefel möchte ich schon gern mal mitnehmen. Das brauchen wir für das eine drum. Die leere Batterie lasse ich schon mal hier. Wo ist sie denn? Da. Die lasse ich gleich mal da. Dann ein Wasser nehme ich gleich mit. Dann den Metallschrott. Ja, den zu Titanium umwandeln bringt sie exakt gar nichts. Derweil. Gut. Gut. Achso, habe ich einen Quarz jetzt gehabt? Warte kurz. Nee, der Quarz ist weg. Hier habe ich nur einen. Übersehen durch nichts? Nein. Gut. Nochmal. Aber das eine Ding haben wir jetzt schon gescannt, ne? Baupläne zweimal. Basisinhalt, Scannerraummodul. Achso, lesen sollte ich auch mal, ne? Warte kurz. Mal lesen wäre gut. Ich habe schon ewig nichts mehr angeschaut von den Scanner-Sachen. Also der Scannerraum, ne? Also, dieses fortgeschrittene Basismodul kann einen kleinen Außenposten in eine naturwissenschaftliche Einrichtung und Forschungsstation verwandeln. Mega. Ein 3D-Display in der Mitte des Raumes speichert örtliche topografische Daten. Topografisch. Jawohl. So heißt das. Das System kann bestimmte Materialien scannen und orten.
Ferngesteuerte Drohnen scannen die Umgebung mit einer Reichweite von 500 Metern. Da brauchen wir halt diese Erweiterungsgeschichte, ne? Dann kannst du wahrscheinlich weiter hier scannen. Vielleicht brauche ich den Scannerraum auch, um die Rettungskapsel 7 zu finden. Aber dafür reicht. Da, wo wir jetzt unsere Basis haben, ist das zu weit weg. Wurscht. Ein wandmontierter Monitor. Ja, wir sind ja sehr modern. Ein wandmontierter Monitor zur Übertragung der Kamerasignale ermöglicht die interaktive Steuerung der Suchdrohnen. Die Erweiterungskonsole kann verwendet werden, um die Funktion des Raumes zu erweitern. Genau. Dann hätten wir hier Energie, den Bioreaktor. Auf Planeten, auf denen organisches Material im Überfluss vorhanden ist, so wie hier, aber Sonnenlicht nicht, ist ein zuverlässiger Bioreaktor oft die effizienteste Energiequelle. Kann in jedem Mehrzweckraum einer Basis installiert werden. Wir haben noch keinen Mehrzweckraum. Wird schon noch kommen, hoffentlich. Kompostiert auf chemischem Weg organische Materialien und wandelt diese mit der Zeit in Energie um. Aha, okay. Verarbeitet jedes Pflanzenmaterial von Samen und Sporen bis hin zu verfaultem Obst und Gemüse. Das ist super. Das hätte ich auch gern. Eine eigene Biogasanlage sozusagen. Das wäre halt in jedem Haushalt cool. Stell dir mal vor, du hast deinen Küchenabfall. Das ist ja wurscht, weil da steht ja auch organisches Zeug. Du kannst also den gesamten Haushaltsmüll da reinschmeißen und produzierst so Strom. Das wäre aber schon cool, ne? Es kann halt nicht so unhandlich groß sein wie das hier. Das müsste halt in einem kleineren Raum sein. Aber stell dir mal vor, du könntest deine Kaffeemaschine oder deinen PC mit dieser Weise mit Strom versorgen. Das wäre schon cool. Kann auch tierisches Gewebe verarbeiten, Fett, Muskeln, Eier etc. und einige organische Abfallprodukte. Tierisches Gewebe, wenn es Knochen auch noch mitverarbeiten könnte, wäre halt echt cool. Man hättest wirklich gar keinen Müll mehr, ne? Organische Abfallprodukte, auf Deutsch auch Kaka und Pipi, ne? Schön! ja. Okay. Die Energieproduktion ist proportional zum Energiegehalt des organischen Materials. Der Bioreaktor ganz und gar organisch. Sehr schön. Fisch. Dann haben wir hier fremde Daten. Daten aus Scans. Fremde Ventilationsöffnung. Diese Ventilationsöffnungen sind mit einem uralten Leitungsnetzwerk verbunden, das sich über die maximal erfassbare Tiefe hinaus erstreckt. Das Pumpensystem ist immer noch in Funktion. Schön. Der Zulauf zieht Wasser aus der Umgebung und pumpt es zu einem unbekannten Ort unter dem Meeresboden. Aha, das hat also jemand gebaut. Oder wie? Warmes, sauerstoffarmes Wasser wird ausgestoßen. Die meisten Tiere meiden die Ventilationsöffnungen. Glubscher können dabei beobachtet werden, wie sie unversehrt in das Leitungsnetz hinein und wieder hinaus gelangen. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Aha. Weil es hat schon ausgeschaut wie von unserer Zeit, ne, diese Ventilationsöffnungen, die haben wir ja auch in Betrieben, ne? Dann, einheimische Lebensform, Koralle, braune Röhrenkoralle. Die genetische Ähnlichkeit mit den Riesenröhrenkorallen, die anderswo vorkommen, weist auf eine Auseinanderentwicklung vor ungefähr 100.000 Jahren hin, wobei diese Unterart wesentlich kalziumärmer wurde und sich darauf spezialisiert hat. Alter, les mal anständig, ne? In kleineren, dichteren Kolonien
In größeren Tiefen zu wachsen. Beurteilung. Keine praktische Anwendung gefunden. Das ist aber scheißlich, weil es auch eine Röhrenkoralle ist, ne? Ja, aber dadurch, dass sie halt kalziumärmer ist und kleiner wahrscheinlich, können wir sie nicht brauchen. Super. Dann Pflanzen im Meer. Gepunktetes Ampferblatt. Eine einfache Wasserpflanze. Chemikalien in den Blättern neutralisieren Gifte und Säuren, die sich in anderen örtlichen Proben befinden, wodurch das Abweiden durch Pflanzenfresser aktiv begünstigt wird, wenn auch in geringen Mengen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Pflanze ihre Samen verbreiten kann, aber genügend Blattfläche behält, um zu überleben. Aha. Der Höllenbusch. Eine violett leuchtende Pflanzenart, die sehr gut auf hartem Untergrund ohne Sonnenlicht wächst. Schöne Farbe hat die. Rotgarbe. Als einfache Pflanze, die sich an vielen verschiedenen Umgebungen anpassen kann, ist die Rotgarbe ein fester Bestandteil der Ernährung vieler kleiner Pflanzenfresser. Schönfeilchen. Oh, das ist aber echt schön. Das möchte ich aber schon, wenn wir das Aquarium oder so haben, das möchte ich schon drinnen. Dann. Ich hoffe, das geht. Mal schauen. Ist schön. Eine einfache, leuchtende Pflanze, die gruppenweise auf dem Meeresboden wächst. Dann haben wir hier Viecherleins. Fleischfresser. Knochenhai. Ja, der ist sehr hübsch. Ein großer und kräftiger Jäger, der in kleinen Gruppen lebt und sein Jagdrevier vehement verteidigt. Erstens, stark gepanzertes Außenskelett. Ein Hinweis auf defensive Anpassung an größere Jäger oder aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen. Eine deutliche Gemeinsamkeit mit dem segmentierten Außenskelett des Sandhais und damit ein Hinweis auf eine relativ neuzeitlich gemeinsamen Vorfahren. Ja, zweitens große Äuglein. In Übereinstimmung mit hoher Lichtempfindlichkeit, wahrscheinlich für die Jagd auf lumineszierende Beute in lichtarmen Umgebungen. Ja. Genau. Im Allgemeinen langsam und reaktionsträge, um Energie zu sparen, reagiert er mit kompromissloser Geschwindigkeit und Aggression gegen jede Bedrohung seines Reviers. Beurteilung. Meiden. Kann durch Lichtquellen abgelenkt werden. Okay, also Taschenlampe, gut. Pflanzenfresser Kloin. Ein Spatenfisch. Der schaut so aus. Eine Art Glubschi. Ein mittelgroßer Pflanzenfresser, der in tiefem Wasser vorkommt. Erstens, einzelnes Auge. Wurde beim Schwimmen in der Nähe des Meeresbodens beobachtet, von wo aus er Raubtiere im Wasser über sich im Auge behalten kann. Zweitens, fleckig-grüne Färbung. Der Spatenfisch ist häufig in pflanzenreichen Umgebungen anzutreffen. Daher ist er gut daran angepasst, sich in der Vegetation zu verstecken. Drittens, Verhalten. Spatenfische neigen zur Bewegung in lockeren Schwärmen und ergreifen trotz ihrer niedrigen Geschwindigkeit notwendige Maßnahmen, um hartnäckige Raubtiere zu meiden. Beurteilung, essbar. Nom nom nom. So, hoppala, schon wieder falsch. Das hätten wir mal. Sehr schön. So. Ich brauche Diamanten und ich habe keinen. Ich brauche Diamanten und ich habe keinen. Ich müsste nach Hause schwimmen. Ich müsste nach Hause schwimmen, in die Richtung. Ach so, ja. Na, das passt schon. Ich habe mich gerade verdacht. Und schauen, ob ich Diamanten habe. Was hilft's, ne? Gehen wir mal nach Hause. Schön flotti Karotti. So. Dann bringen wir mal alles mit. Warte mal. Ich hätte noch Platz gehabt, hätte ich noch was schmuggeln müssen. Diesen Höllenschwefel theoretisch. Ach, wurscht, egal. Vielleicht erwische ich irgendwelche Klubschiss, die wir essen können.
Ist auch gut. Ja, da hätten wir schon mal einen. Halt, Glubschi, Glubschi. Danke. Noch ein Glubschi, noch ein Glubschi. Jawohl. Somit ist schon mal unsere Nahrungsversorgung gesichert. Ja, warte, was? Da ein Blasenfisch. Wow, wo ist er? Wo ist er? Blasi, Fischi. Alter. Jetzt haben wir ihn. Säurepilz habe ich gefangen. Der hatte nicht mehr Platz. Basteln wollte ich haben. Das ist gut, jetzt sind wir voll wegen Essen, ne? So. Wo muss ich hin? Da. So. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen nach Hause. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen schnell weg. Es wäre aber echt gut, wenn wir mit Hilfe von der Solaranlage irgendwie unsere Batterien, unsere Leeren wieder auffüllen könnten. Das wäre echt schön. Das würde mich echt freuen. So. I'm hungry. Ja, gleich. Ja. Jetzt hören wir uns auch schon an wie so ein Leviathan. Bin ich noch richtig? Halt, langsam. Ja. Sollte passen. Ja, ja, es gibt gleich was zu essen. Einen Moment bitte. So, das Salz haben wir jetzt auch schon verbraucht. Das ist schlecht. Jetzt müsste ich mal ein Stückchen tiefer tauchen. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Salze finden da. Oh, was haben wir denn hier? Ist da was zum Scannen drin? Ja. Was haben wir denn da? Fragment mobiles Fahrzeugstation, Dingsbums. Inventar ist voll, das haben wir auch schon. Alter. Ich kann Sachen und habe aber für nichts Platz. Da wäre ein Salzi. Und ich trinke jetzt einfach mal was. Damit wir das Salz mitnehmen können. So, passt. Passt. Dann haben wir schon wieder für 2 Portionen Wasser ausgesorgt. Muss kurz auftauchen, damit ich weiß, wo ich bin. So, langsam, langsam, langsam. Hier, genau. Gleich sind wir zu Hause. So, passt. Dann schauen wir mal, ob ich Glück habe und ob wir Diamanten haben. Ich bilde mir ein, ich hätte mal was gefunden. Ob ich jetzt 2 habe oder einen. Ich fürchte, ich habe nur einen, ne? Das würde mir dann aber nicht wirklich was helfen da. Aber dieses Laserschneide-Dingsbums, das wäre halt wirklich fesch. Bevor wir weitermachen mit der Rettungskapselsuche. Na, vielleicht muss ich ja die Tür aufschneiden, ne? Wäre es schon cool, wenn wir das dann bis dahin gebaut hätten. So. Luke auf. Ja, sehr was. Grüß dich. So, jetzt gehen wir Schnappi machen, ne? Schnapp, schnapp. Essen. Zack. Einmal, zweimal. Dreimal. Viermal. 20-mal. Und der Wasserle, ne? Wo haben wir es denn? Achso, ich habe die Röhrenkoralle vergessen. Doofi. Ich bin doof. So, nom nom nom. Nom nom nom. Und nom nom nom. Die 2 behalten wir gleich. So, Spind öffnen. Ah, ich habe eine Röhrenkoralle. Ich könnte mich selber gerade umarmen. Zocki, du bist toll. Du bist toll. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Ich kann kochen. Das ist super. So. Und zwar das hier. Und für uns lecker Wasser. Dann gibt es hier auch was Neues. Aha. Und zwar hier das Laserblabla. Diamantis, genau. Haben wir Diamanten? Wir haben 2 Diamanten. Das ist so geil. Wir haben 2 Diamanten. Gott sei Dank, ich kann das bauen. Ich kann das bauen. Das ist super. So, her mit dem Laserschneider. Mega cool. Sehr gut. Gott sei Dank. Mal kurz durchschauen. Werkzeuge, Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad.
Auftriebskörper, Leuchtfackeln, bla bla bla, Laser, Dingsbums, Reparaturwerkzeug, warte mal, da konnte man Sachen auch schweißen, glaube ich, ne? Weil ich habe ja vergessen, in der Aurora, war das die Aurora? Ich glaube schon, da musste man ja noch Lex schweißen, ne? Bilde ich mir jetzt ein. So. Was ich noch machen wollte ist... Wie war das schnell? Wie konnte ich schnell Metallschrott... War das hier? Ja. Schnell ein bisschen Titanium machen. Perfekt, dann haben wir auch Platz, weil das möchte ich gleich hier reinschmeißen in den Spind. Achso, wir haben fast keinen Platz mehr. Super. Super. Blei habe ich viel? Wow. Ich bin ja regelrecht überrascht von mir selber. Das kommt nicht oft vor. Ich bin da jetzt gerade echt überrascht. Silbererz habe ich auch 2. Ich liebe es. Jetzt können wir das eine Ding auch noch bauen. Habe ich den Kupferdraht? Nehmen wir das Kupferle auch noch mit. Ich habe vergessen, was ich für ein Kupferdraht brauchte. Ich nehme mal 2 Kupfer mit. Wir bauen. Hier. Den, brauchen wir jetzt 2. Passt. Und den Kabelsatz. Jetzt können wir den Kompass bauen. Und daraus... War das jetzt Ausrüstung? Kompass. Nice. Jetzt haben wir den auch endlich. Sehr, sehr gut. Passt. Läuft doch. Ich habe alles, was wir brauchen. Super. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part probieren wir mal den Kompass aus und hören uns hier die Kommunikation an, würde ich sagen. Bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!